herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inside. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt abgeschaltet? Ach, wir haben das abgeschaltet, okay. Ah, okay. Ups, da ist noch was. Das Licht, es ruft uns zu uns. Okay. Ich weiß, es hat irgendwelche eine Turbine deaktiviert offenbar. 1, 2, 3. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was passieren wird. Schaut euch an, der Junge. Was macht er da? Hallo. Was? Ich bin nackt. Hä? Was willst du mir sagen? Was ist denn hier? Was zum Geier ist das? Was zum Fick ist das? Was haben die hier gemacht? Das ist ja ein ganzer Klumpen. Was ist das? Ey! Ach. Die greifen uns an, die Arme. Ey, nein! Der Junge! Alter! Was ist das hier? Der Junge, was ist aus ihm geworden? Boah. Was ist aus dem Jungen geworden? Er wurde da eingesaugt. In diese ekelhafte Schwabbelmasse. Kommt zu uns, meine Brüder. Ich bin der Blob. Ich bin der geile Blob. Oh, was ist das für ein krankes Experiment, ey? Boah. Was ist aus dem kleinen Jungen geworden? Ich dachte, wir müssen ihm helfen. Oh
Was habt ihr mit mir gemacht? Ich will nicht mehr. Was habt ihr mit mir gemacht? Die haben die Menschen hier zu einer Masse verarbeitet. Was muss ich denn machen? Die reißen erstmal das Ding hier raus, ey. Scheint wichtig gewesen zu sein. Blubs. Oh. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, wir haben die Menschen zertrampelt. Body Slam! Blum. Body Slam. Der Direktor. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, Alter. Plops. Wir haben gerade, glaube ich, den Direktor gerade getötet. Aber Noah hat er auch verdient gehabt. Achso, was können wir mitnehmen? Okay. Moment. Oh, jetzt haben wir gerade aufgestellt. Gut. Okay. Habt ihr keine Angst vor mir? Ich bin der Blob. Blob, Angst vor Hunden. Lasst Blob in Ruhe. Na komm. Lasst Blob in Ruhe. Blob, Angst vor euch. Blob will weg. Blob runterfallen. Bums. Au. Blob will nicht mehr. Blob nach Hause. Thank you.
Blob, gehen durch Tür. Blub, blub. Was ist denn hier auf der Seite noch? Irgendwas? Nee. Blob durch. Blob, blob. Blob. Verbrennungsanlage. Müssen wir jetzt als fetter Blob etwa verbrannt werden? Oder wie sieht das jetzt aus? Okay. Habe ich schon gedacht, dass wir irgendwas sowas in der Art machen müssen. Moment. Moment. Ein bisschen vorgehen. Ein bisschen so. Blob. Blob will nicht mehr leben. Blob in den Ofen springen will. Blob nicht mehr leben möchte. Geht rein, los. Blob in Ofen, los. Blob will in den Ofen. Ne, Blob will aber nicht in den Ofen. Mann. Also ich brauche die Kiste. Muss ich da anzünden oder was? Oh oh. Okay, 1, 2, 3. Nein! Blob kaputt gemacht. Sorry. Nein! Ah, Mann. Ah, ihr müsst das auch mal darüber transportieren. Brenne. Das war nichts. Verdammt. Das ist nicht so einfach. Oh, komm schon rein da. Blob gehen jetzt. Na komm schon. Eins, zwei. Nein. Ich muss das, glaube ich, mit einem Rutsch machen. Es anzünden und dann ganz schnell hochschmeißen. Nein! Oh, Kerzfass. Ich hatz was.
Nein! Das ist doch zum Mäusemelken. Oh, verdammt. Es reicht schon, wenn ich das über die erste Hindernis, über das erste Hindernis bringe. Verdammt. Na komm. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Blob nicht alleine machen kann. Blob Hilfe brauchen. Ernsthaft? Komm mit. Jetzt habe ich sogar mal den Dreh raus hier. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Juhu. Gott sei Dank. Blob. Machen. Tötung. Blob, geh nach Hause. Blob, rutschen runter. Blob. Sorry, aber der Blobwitz muss einfach sein. Moment mal. Das können wir offenbar ziehen, oder? Ah, tatsächlich. Wollen die uns helfen? Wow. Die wollen uns helfen. Jetzt gemacht. Ach, wir müssen da durch die Wand durch oder was? Na komm schon. Flops. Mal gucken, wohin geht der Weg hin?
Okay. Ja, das ist zu hoch, oder? Das war nix. Ich weiß wohin, aber ich weiß, der zeigt uns darauf hinauf. Aber das wird jetzt schwer. Wir haben es geschafft. Nein. Nein, das war eine 1er Leistung gerade. Du machen an für Blob. Oh, wir haben es geschafft. Mal gucken, wohin geht's jetzt lang? Was wird das, wenn es ja tief ist? Alter, im Hintergrund sitzen Leute, Kinder. Was ist das jetzt? Ja, wir können uns unter Wasser bewegen. Ist das ein Experimentierraum oder ist das ein Vernichtungsraum? Blob wurde verraten von Menschen. Ich sehe das Licht. Ich schwimme dem Licht entgegen. Was auch immer das für eine Forschungseinrichtung ist, die ist pervers und ekelhaft. Was sie da mit den Menschen gemacht hat, ist einfach nur widerwärtig. Was passiert hier? Okay, ich kann nichts mehr machen. Aber wir haben es geschafft, wir sind frei. Und wir sind am Meer. Aber ich kann auch nichts mehr machen. Nee, ich kann nichts mehr machen. Und ich sehe gerade, dass die Kamera zurückgeht. Das heißt, ich habe das Spiel offenbar sichtlich durch. Die Kamera, ich merke gerade, wie die Kamera zurückgeht. Offenbar habe ich das Spiel gerade durchgezockt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, wir haben das Spiel zu Ende gehalten. Zu Ende gezockt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das war also Inside von den Machern von Limbo. Und ich weiß gar nichts über die Story. Was ist denn jetzt passiert? Wurden
waren wir jetzt Experiment. Der Junge, den wir waren, waren wir ein entlaufenes Experiment aus dieser Forschungseinrichtung? Wollten wir zurück? Wir wissen es nicht. Aber ganz ehrlich, dass wir jetzt als dicker Fleischklumpen dort liegen in der Wiese am Meer, heißt wohl, dass wir da verenden werden. Und vielleicht soll das Spiel auch zum Nachdenken anregen, dass wir Menschen nicht so ekelhafte Experimente machen sollen. Ganz ehrlich, ich glaube, das sollte so in der Richtung gehen. Menschen machen wahrscheinlich in der Zukunft die ekelhaftesten und widerwärtigsten und unmoralischen, also quasi ethisch nicht einwandfreie Experimente. Und dann entsteht so etwas wie so ein Blob. Also ich kann nichts dazu sagen. Ich habe keine Informationen darüber, was das sein soll. Ein Experiment? Ich weiß es nicht. Wir werden es doch, glaube ich, nie erfahren. Und dann hoffe ich, dass die Macher uns eines Tages eine Erklärung schreiben werden. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen, für Inside. Bleibt mir gewogen und bis morgen zu einer neuen Folge eines neuen Let's Plays. Ciao.